Ich kann dir nicht böse sein. Das weißt du doch auch. Ich meine, du siehst aus, als ob du selbstgemachte Limonade in der Einfahrt verkaufst. Aber als Trost wird bei Titus wieder eine frische neue Jacke gekauft. Weswegen Shorty zu seiner Mutter meint, dass er mehr Taschengeld braucht. Wo ist das ganze Geld hin, hat sie sich gewundert. Und sofort hat sie danach gefragt. Und er so, das habe ich einem Twitch-Streamer gespendet, damit er bei Fortnite meinen Namen sagt. Auf dich muss ich ja wirken, als ob ich Gangmember wäre und Crack koche. Auf mich wirkst du, als wäre das hier Teil deiner Hip-Hop-Projektwoche. Ich wette, deine Eltern haben keine Ahnung, was hier heute läuft. Du hast denen bestimmt gesagt, du übernachtest bei einem Freund. Also erzähl mir nichts, Shorty. Was willst du denn sagen? Du hast keine Crew, du hast Klassenkameraden. Also komm, Kleiner, es ist der Singer-Songwriter, der Mucke macht und Dope rappt. Für dich geht es jetzt abwärts, wie die Rutsche an deinem Hochbett. Du denkst, du hast ein Händchen für Hip-Hop und so männliche Dinge? Guck dich doch mal an, du hast höchstens ein Händchen für Ringe. Pass einfach auf, was du sagst. Bei deiner A&O-Quali sagst du, Kiffen ist sau die Gefahr. Also habe ich später am Tag noch meinen Arzt und Apotheker gefragt. Und glaub mir, von denen hat jeder gesagt, Kiffen, das ist Lebensgefahr. Nee, war nur Spaß. War denen egal. Also nenn mich doch Junkie, aber diese sicke Runde fick dich, Junge. Ja, ich rauch auch Meth. Keine Sorge, nicht auf Lunge. Deine zwei Homies feiern dich zwar lauter als und sagen, Short ist der Killer, doch dann hören sie meine Bars und den Applaus, Applaus und dann sind Shorts Freunde stiller.